So, er hat sich auch ein teures Deck gebaut. Das heißt, wir machen hier High-Class-Einheiten gegen High-Class-Einheiten. Wir werden hier richtig die Sau rauslassen. Alright, Leute, willkommen zu Clash Royale und zwar einer Deck-Challenge. Und zwar der 6,9 Deck-Challenge. Das ist das teuerste Deck, was man überhaupt machen kann. Mit zu teuren Karten. Ich sehe keine Chance, mit diesem Deck zu gewinnen. Wenn man einen Golem aussetzt, muss man erstmal 20 Sekunden warten, bis man was Neues hat. Musketiere aussetzen, mehr als 30 Sekunden warten, bis man was hat. Die Hütte kann man aussetzen, hat man ein bisschen Barbaren, ist okay. Päcker, X-Bogen, ja, mal gucken, vielleicht schaffe ich es. Deswegen, bevor ich meine Trophäen versauere, will ich nicht. Ich habe nicht so Bock, meine Trophäen mit Decktests zu machen. Deswegen frage ich einmal meinen Clan nach, wer macht... Und wir suchen uns mal Wolf Darstisch aus. Wir fangen von unten nach oben an. Er hat einen niedrigen Level für mich. Ich muss mit dem Deck mal gucken, wie ich damit reinsteige. Mal gucken, wie ich die Taktik ausspielen kann. So, die Hand ist super. Guckt euch an, was ich alles habe. Okay, mal gucken. Wir setzen die Barbarenhütte. Einfach, um die schon ein bisschen Druck aufzubauen auf die rechte Seite. Ich hau meinen X-Bogen etwas weiter unten aus, einfach damit das Support spielt, etwas weiter vorne. Hab aber nichts gegen Lufteinheiten. Ich hoffe, der hatte kein Anti-Air. So, Hexe geht auf die Barbaren, sehr schön. Läuft doch bisher ganz dufte, oder? So, den Päcker setzen wir noch aus. Okay, der X-Bogen als Verteidigung hinten dran, Päcker nach vorne. Hab kein Elixier. Theoretisch könnte er links total pushen, außer der X-Bogen da stört. Aber gut, da kommt mein Support-Einheit, ne? Ich habe kein Spell, aber mein X-Bogen räumt hinten auf. Und das finde ich gut. Hab jetzt schon Schaden machen können und das ist okay, würde ich mal sagen, für eine 6,9 Deck-Challenge. Wir machen aber auch noch danach stärkere Spiele mit höheren Trophies, wie vielleicht Poké-Trophies sind Bockies. So, wir machen noch den Blitz, einfach weil wir es können. Fuck you. Oh, wir machen den Turm gut, wir bearbeiten den gut. Setzen wieder die Hütte aus, einfach damit die Druck aufbaut. Und gucken, ich habe den Golem noch nie ausgespielt, da warte ich auf die zwei elixierte Phase. Er muss links pushen. Na, tut er auch, endlich mal. Na, was heißt endlich mal, das ist nicht gut. Kann ich den Turm retten? Kann ich ihn retten? Wenn ja, wie? X-Bogen auf jeden Fall. Okay, doppelte Elixierphase. Der Turm ist down, der fucking Turm ist down. Okay, er hat gemerkt, dass er links pushen kann, ohne dass er, dass ich ihm großartig Schaden zufügen kann. So, aber mit der doppelten Elixierphase, na, das sieht doch besser aus. Das sieht deutlich besser aus. So, die Bombe hat gut abgerissen. Wir hauen jetzt noch den Pekka-Knife raus, da auf die Seite. Hauen die Rakete raus als Booyah-Bombe. Also, oh, nice. Okay, das läuft bisher ganz oft. Noch einen zweiten X-Bogen weiter vorne. Aber es geht darum, dass ich den Turm da rechts hole, ne? Was mache ich hier eigentlich? Ich muss den Turm kaputt machen. Und das kriege ich gerade nicht hin. Aber ich habe mich gut geschlagen, würde ich sagen. Dafür, dass mein Deck 6,9 wert ist. Aber es ist machbar. Es ist machbar. Ich würde sagen, man kann echt einen Win rausholen. Dummerweise habe ich diese Dinger gesplittet. So, wir suchen uns mal den nächsten aus. Mal gucken. Ich will mindestens einen Win. Der ist ein bisschen schwieriger. Der hat mehr Trophäen und hat besseren Level als ich. Okay. Bin bereit. Mal gucken. Schade, ich habe keine Hütte. Wäre auf jeden Fall ein guter Anfang gewesen. Ich warte, was er macht. Ich konter. Einfach mein Deck zu teuer ist zum Pushen, muss ich warten, was er ausspielt. Und dann konter ich das. So, und das fängt mit einem Bomber an. Ja gut, dann setzen wir die Musketiere aus. Ich hoffe, der hat keine Rakete. Oder irgendwas anderes. So, den Blitzzauber halten wir bereit für irgendwelche schmutzigen Sachen, die rauskommen. Zum Beispiel der hier. Und... Oh, oh. Das war ein bisschen... Hat gedauert. Ja gut, ich habe sehr viel Elixier verbraucht. Jetzt könnte er pushen. Ich habe nichts zum Setzen. Er weiß, dass ich ein teures Deck habe. Habe ich angekündigt. Werde ich nicht abwehren. Der zwei? Er hat einen Spiegel. Okay, gut zu wissen. Wir gehen... Ja, ich hätte links setzen sollen. Aber egal, ich baue Druck rechts auf. Da ist mein Turm noch nicht so ganz kaputt. Der Golem geht vor. Ich werde mit einer Rakete abwehren. Oder der macht doch nichts. Okay, der macht da nichts. Oh, ich habe einen Golem. Ich habe einen Skelett. Und einen X-Bogen, der jetzt volle Kanne auf den Turm rotzt. Okay, das gefällt mir. Selbst das Skelett steht vorne dran. Oh, der Turm ist down. Ich habe diesen Turm. Ich habe den gesnackt. Und jetzt steht er noch vorne dran, macht noch 700 Damage. Holy shit. Er hat schon wieder zwei Drachen, ey. Fucking Drachen. So, ich wehr rechts ab. Zack, zack. Der pusht natürlich links. Dazu noch mit einem Fass. Okay, kann ich nicht retten. Fuck, lass mir sterben. Es ist ausgeglichen. Er hat einen Turm, ich habe einen Turm. So, wir machen noch einen X-Bogen. Ich habe keine Luftabwehr. Scheiße. Komm mal schneller. So, der X-Bogen hat ihn. Musketiere raus. Oh, der X-Bogen, der ist noch da. Nein, der ist nicht da. Fuck. Blitze. Ich brauche irgendwas, was schießt. Irgendwas, was Schaden macht. Ich brauche noch eine Rakete.
dieser X-Bogen, der wird verteidigen. Rakete, Rakete, Rakete. 6 Elixier. Ich kann dieses Match holen. Oh, da ist es. Ich habe das Match gewonnen. Mit der 6,9 Deck. Oh, nice. Oh, mit dem tollsten fucking Deck, Alter. Oh, das ist sehr schön. Sehr schön. Das gefällt mir. Mit der Arena wäre ich tot gewesen, glaube ich. Keine Ahnung. Noch ein Match gegen Neverlake Taser. Ein guter Spieler, mein Vize-Anführer, ein guter Anführer, wenn ihr mich fragt. So, er hat sich auch ein teures Deck gebaut. Das heißt, wir machen hier High-Class-Einheiten gegen High-Class-Einheiten. Wir werden hier richtig die Sau rauslassen. So, ich setze den X-Bocken etwas weiter zurück. Musst du das sein? Musst du das machen? Come on. Boom, boom, boom. Scheiß Move, Mann. Ja, dauert ja mal eben Ewigkeiten, bis irgendwas bei mir droppt. Okay. So, ich habe den Vorteil, der Skelett ist auf meiner Seite. Er haut noch den Blitz raus, auch kein ein schlechter Move von ihm, ehrlich gesagt. Er hätte diesen Skelett sterben lassen sollen, weil da passiert sowieso nichts. Die Bombe wird ihn kaputt machen. Seht ihr? Wenn er mich gekillt hätte, hätte meine Bombe ihn kaputt gemacht und so weiter. Naja, auf jeden Fall lohnt sich nicht. So, ich mache einen Push mit dem Golem. Ich habe Barbaren im Rücken und der X-Bogen kommt jetzt raus. So, der wird Flugeinheiten haben und der haut Gott sei Dank auf den Riesen raus. Come on, irgendwas blitzsauber ist. Irgendwas, was blitzt. Zack, 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 zack. Und er haut auch noch was raus. Scheiße, ich habe keine Anti-Air. Aber der X-Bogen, der bearbeitet das gut. Ah, schade, hat nicht gereicht. 30 Sekunden verbleiben, sein rechter Turm ist fast tot. Könnte eine Rakete reinballern, aber nein, tun wir nicht. Oh shit, der Prinz rechts. Da muss ich die Rakete reinballern. Come on, schneller. Gott. Okay, jetzt brauche ich die Rakete. Nein, ich habe 2 Einheiten vorne. Was du kannst, kann ich auch schon lange, Mann. So, 1 gegen 1. Okay, ich mache wieder einen Golem-X-Bogen-Push. Der scheint bisher ganz gut zu funktionieren. Okay, mein Golem-Push wird voller Kanne abgewehrt durch eine kleine Skelettenarmee. Dumme Skelettenarmee. Aber der Riese ist da. Der bearbeitet das. Komm, hau deine Horde raus. Da ist die Horde. Oh, fuck. Ich brauche was lang. Scheiße, der pusht. Ah... Okay, der Push war heftig. Den hatte ich nicht genug Elixier zum Abwehren. Aber hätte ich fast geschafft. Auf jeden Fall ein krasses Deck. Krass zum Spielen. Macht auch ein bisschen Spaß, finde ich. Aber nicht unbedingt gegen sehr gute Spieler. Beziehungsweise auch nicht in der Arena. Im Prinzip würde ich sagen, es hat an der Anti-Air abgemangelt, oder? Ich habe sehr wenig Anti-Air-Einheiten. Eigentlich nur die... Was ist mit dem Internet los? Die ganzen Lakaienhorden haben sehr gut aufgeräumt. Ohne die Lakaienhorde hätte ich wahrscheinlich das Ding durchgerast. Da haben wir bei dem zweiten Match gesehen, habe ich gute Chance gehabt. Das war die 6.9 Epic Deck Challenge. Na, ist nicht eigentlich kein Epic Deck. Na, fast. Bis auf 2. Aber auf jeden Fall das teuerste Deck, was man machen kann. Rein theoretisch wäre ein Spiegel teurer, weil wenn man einen Spiegel verwendet, um einen Golem zu spiegeln, hat man 9 Elixier. Das wäre noch einen Tacken teurer gewesen. Aber da an sich hat der Spiegel keine Elixierkosten. Klickt hier oben rechts auf das Video, findet ihr weitere Clash Royale Videos, Taktikvideos, Deckvideos, Openings, alles was ihr wollt. Hinterlasst einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Und gebt mehr Flosse. Flop.